Gerhard Thalmayr, St. Wolfgang, auch einer der Erdinger Torjäger. Diesmal ohne Bierdusche. Hättest du gern wieder eine, oder? Ja, das war damals natürlich eine Riesensache, aber es passt da so, glaube Ja, ich. das kann ich mir schon vorstellen. Die 15 Kästen, die wir hier abladen, bleiben die hier oder hätten wir da in Dorfen, als wir durchgefahren sind, auch schon ein paar abladen können? Nein, also größtenteils bleibt es natürlich hier, die werde ich da ganz persönlich vorbeibringen. Aber als ein paar Kästen werden auch mir persönlich selber bleiben. Ja, jetzt gehst du ja in die Bezirksliga. Das Training hat ja dort schon angefangen. Wie schaut es bisher aus? Ja, es macht bisher riesen Spaß. Es ist natürlich ein bisschen, geht ein bisschen mehr zur Sache einfach. Die Qualität ist auch höher, schnelleres Tempo, macht Spaß bis jetzt. Ja, passt soweit. Ja, Kreisklasse warst du ja schon Torschützenkönig, jetzt also Kreisliga. Kann man das in der Bezirksliga auch wieder erwarten? Das ist natürlich ein Ziel, aber in erster Linie geht es erstmal, dass ich in der Bezirksliga ankomme und alles andere wird es ergeben. Was hast du so für ein Gefühl von der Mannschaft her? Was ist euer Ziel dieses Jahr? Ja, wir sind, glaube ich, die jüngste Mannschaft in der Bezirksliga. Ich glaube, da ist erstmal wichtig, dass wir den Klassenerhalt fix machen, alles andere. Man kann in der Nacht der Vorrunde auch immer schon ein bisschen mehr sagen, wie es läuft, ob alle fit bleiben. Verletzungsfrei ist natürlich auch wichtig. Und dann werden wir sehen, wie weit es nach oben geht. Ja, und hier in St. Wolfgang hinterlässt jetzt die Mannschaft wahrscheinlich auch im Guten. Was traust du den Jungs nächstes Jahr zu? Ja, da bin ich ja richtig froh, dass es das im Guten auseinandergegangen ist. Es war keine Entscheidung gegen den Verein, sondern einfach für mich, nochmal den nächsten Schritt zu machen. Ja, ich traue der Mannschaft auch weiterhin viel zu. Ich kenne die Leute, ich kenne den Trainer. Ja, ich wünsche ihnen wirklich das Allerbeste und werde immer da sein. Das ist klar. Also ist der Gerhard Thalmayr bei den Heimspielen schon noch im Publikum. Wenn ich nicht selber spiele, definitiv, ja. Okay, und noch zum Schluss die Frage. Viertelfinals in der EM sind schon jetzt fix. Wer wird Europameister? Ich hoffe natürlich, dass Deutschland wird, aber mein Favorit ist und bleibt Frankreich. Okay, vielen Dank.